Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Niemandsland, wo wir leider noch Strohballen in die Halle stapeln müssen, damit die schön trocken bleiben und nicht beim nächsten Regen nass werden und wir diese Kompost verarbeiten müssen. Ich hoffe, ich kriege das diese Folge hin. Dann könnten wir nämlich nächste Folge direkt in den nächsten Ingame-Tag starten. Da freue ich mich natürlich genauso wie ihr drauf, weil dann geht's ab in den Raps. Dann können wir auch die Ölmühle weiter beschäftigen. Und zack. Nee, das ist nur... Ich würde gern gleich 4 auf einmal nehmen. Jawohl. Es klappt doch. Es klappt. Nein! Nein! Egal. Fangen wir eine zweite Reihe an. Das wird mir wahrscheinlich noch öfters passieren. Ist aber jetzt auch nicht allzu schlimm. Hauptsache, sie sind in der Halle und trocken. So. So geht das doch schon viel schneller als mit dem Heu, ne? Vielleicht 4 auf einmal. Wenn ich relativ vorsichtig fahre, klappt das auch. Oder wenn ich vorsichtig fahre. Ja, da waren wir wieder beim Vorsichtig. So, die möchte ich ganz gerne noch hier drauf haben. Mein kleiner Hustinettenbär ist auch mit dabei. Den scheint schon ein bisschen besser zu gehen. Er hatte ja gespuckt. Jetzt gerade liegt er neben mir und daddelt. Und wenn man krank ist oder wenn man Kinder hat, die krank sind, ne, sind dann immer ein bisschen kuschelbedürftig, ist aber auch in Ordnung. So. Und wir... Ja. Ah, das sieht doch echt gut aus. Was ich gerade hier fabriziere. Bin ich jetzt die beiden noch eine Etage höher? Das wäre noch schöner. Ja. Jawohl, es wackelt. Schnell weg. Jetzt muss umdrehen. So, hier haben wir noch 2 Heuballen beigeschaufelt. Die können wir auch mal eben schnell wegstellen. Gut, da war es nur noch einer. Ich brauche noch mal eine anständige Wellengabel. So. Na komm. Jetzt will der Ball hier nicht los. Jetzt aber. Na, geh doch. So. Den hier. Der kommt einfach zu den Pferden, nee, zu den Schafen. Und dann ist, kann der nach und nach eingesogen werden, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Dann sind die auf jeden Fall immer gut versorgt. Na, ihr Mukus. Geht's euch gut? So. Die beiden. Ich will nur einer. Ich will. Oder ich möchte eigentlich gar nicht allzu oft fahren. Am liebsten immer 4 auf einmal und dann gib ihn. Oder ich sollte anfangen, Quaderbein zu pressen. Ich mag aber
Rundballen lieber, bin ich ganz ehrlich. Ich bin eher ein Freund von Rundballen. So. Jawohl. Wir reißen die Halle ab. Abrissballenparty. So. Sind die beiden auch schon mal weg? Jetzt habe ich wieder nur einen. Jetzt habe ich beide. Wieder zwei Ballen weg. Na, läuft doch. So. Das wird lustig, nachher den Futtermischwagen rauszuholen, aber egal. Nee, bleibt da bloß drauf. So. Ja. Waren sogar einigermaßen gut rausgekommen. Mensch, da. Bin ich ja fast entzückt. So, am nächsten Ingame-Tag werden wir auch endlich mal unser neues letztes Feld, wo wir noch Land besitzen, auch in Angriff nehmen, das weiter gestalten zu können. Ah, bleibt drauf, bleibt drauf. So, ich hoffe, ich komme hier mit dem New Hollander noch raus. Ja, komm. Ah, da passen sogar noch anderthalb New Hollands durch. Das dürfte gehen. So, jetzt kommt wieder die Kunst für sich. Kriege ich das hin? Jawohl. In die Halle rein. Hätte ich gerade einen Fussel auf den Augenwimpern. Was gibt's jetzt so? Ich weiß zwar nicht, wie der Fussel da hinkommt, aber. Jo. Das klappt doch. Dann können wir doch gleich die beiden hier nehmen. Eine Etage höher stapeln. Also Stroh haben wir echt jede Menge. Damit kommen wir definitiv gut durchs Jahr. Heu, ja, wird auch eine lange, lange Zeit reichen. Silageballen pressen wir ja immer wieder nach und nach. Da dürfen wir auch nicht die Probleme haben. Also Futter für die Tiere ist echt on master. Wenn wir bei den nächsten Grasernten echt eine Silage sehen, die wir dann verkaufen können, bis uns dann mal einigermaßen das Tierfutter ausgeht und wir ein neues Tierfutter machen müssen. Es wackelt, es schwankt, aber es hält. So, viele Ballen sind nicht mehr übergeblieben. Werden von Mal zu Mal jetzt weniger. Das klappt doch. Die könnten ein bisschen dichter zusammen. Ist jetzt aber auch nicht allzu tragisch. Dann stehen die auch ein bisschen weiter auseinander. Kriege ich die jetzt auch wieder hoch? Oder? Ja, wippt mir das Heck hoch.
machen. Brauche ich schon wieder ein Gewicht oder was ist los? Ich hätte die aber auch ein bisschen versetzt übereinander stapeln können, dann wäre das noch ein bisschen stabiler gewesen. Habe ich jetzt ganz ehrlich auch nicht dran gedacht. Also wenn ich das hinkriege, noch 4 Fuhren. Das sind die Ballen unter Dach. Drückt mir mal die Daumen. So, die sind auch weg. Dann nur noch die Maschinen in die Halle rein. Die stelle ich einfach davor. Nochmal so hochbauen. Naja, nachher habe ich doch das Pech und die kippen mir alle um. Das wäre schade. So. Waren es noch 4 Ballen insgesamt. Da fliegt der Rabe durch meine Halle. Der fühlt sich wohl hier im Strohpudel wohl. Der sucht auch ein warmes Plätzchen. Obwohl mitten im Juni wahrscheinlich eher ein kaltes Plätzchen. Nächsten 4. Wenn ihr das auch mal machen wollt, ich also 4 Ballen auf einmal transportieren. Ich habe die wirklich ganz knapp über den Boden jedes Mal. Versuche schön langsam und vorsichtig zu fahren. Da geht. Und so klappt das eigentlich meistens. Wenn ihr die Ewigkeiten da, was weiß ich, 5 Meter in die Lüfte hebt, dann ist natürlich die Gefahr größer von den Fliehkräften, dass die Ballen auch hin und her gehen, beziehungsweise runterfallen. Gerade über dem Boden geht das eigentlich noch, wenn man da jetzt nicht mit den Affenzahn um die Kurve fährt. Klappt das eigentlich auch noch. So, Stroh ist weg. Saatgut. Kommt auch mal in die Halle rein. Da ist sogar noch einiges drin. An die Sämaschine komme ich jetzt nicht ran. Stellen wir das einfach mal davor. So, hier ist noch ein bisschen Dünger. Das kann auch weg. Komme ich an den Düngerstreuer ran? Nee, der Düngerstreuer ist ja noch mit dem Kreuz unterwegs. So. Den Krautschläger nochmal weg. Den würde ich aber auch gerne vor den Ruder stellen. Das heißt, wir müssen den Ruder erstmal ein bisschen zurückdrücken. Jo. Auch ein bisschen gerade versuchen hinzustellen. So. Und der Krautschläger noch davor, dann haben wir das Equipment schon mal zusammen. In einem Fleck. Und dann muss ich euch jetzt wahrscheinlich enttäuschen.
Weil ich habe noch einen Heubein beim letzten Mal gefunden. Den werden wir jetzt mal holen fahren. Der liegt nämlich noch auf der Wiese. Ich glaube, das war der einzige Ballen, den ich vergessen habe. Ist mir aufgefallen, als ich das letzte Mal oder als ich die Folge beendet hatte, den Düngerstreuer ausgemacht hatte. Und da ist mir aufgefallen, ich habe noch einen Heuballen auf der Wiese liegen gelassen, leider. Die Strohballen sind ja alle weg. Das hat ja geklappt, aber da ganz hinten beim Holz ist noch ein Heuballen. Den möchte ich ganz gerne auch nochmal in die Halle verfrachten. Dann können wir den Steier einer einmotten, hätte ich beinahe gesagt, und düngen hier noch die Wiese zu Ende. Und dann geht's ab in den nächsten Ingame-Tag. Auch hier, weil die Folgen sonst irgendwann immer länger werden, stellen wir auch mal die Zeit auf 3. Da wir Seasons ausgemacht haben und jetzt immer ernten können, ist das, denke ich mal, gar nicht so verkehrt. So, dann können wir aber eben schnell den Deutz, ne? Der kann ja währenddessen schon mal düngen. Während wir den Steier wegbringen. Dann ist das halbwegs gleichzeitig erledigt. Nochmal eben schnell einen Schluck Kaffee getrunken. Damit mir die Stimme nicht wegbricht. So, dann werden wir am nächsten Ingame-Tag wieder pleite sein, werden uns die Zinsen wieder um die Ohren schlagen. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht auch demnächst mal ein bisschen was verkaufen können. Ich habe hier einen blauen Preis. Ha. Okay. 700. Eins für Weizen, aber wir haben eigentlich, Weizen ist 509, also das wird jetzt nicht. Sojabohnen haben wir eigentlich nur ein bisschen. Alter Schwede, Sojabohnen könnten wir verkaufen. Es gibt richtig Geld, ich würde sagen, wir verkaufen nochmal die Sojabohnen. Da liegt der Preis gerade bei 2200 noch was. Und die Schweine sind gerade gut versorgt. Da fliegt der Ball mir um die Ohren. Das ist so, wenn man zu schnell um die Kurve fährt. Dann war es das Mischfutterwagen. Hier hast du schon mal ein Heuball. So. Ja, Reifen an Reifen. Jetzt sagen die beiden Traktoren wollen knutschen. Dann einmal Frontlader weg und dann mit einer Ladung Sojabohnen verkauft. Sind wir nämlich nicht pleite, sondern immer noch flüssig am nächsten Tag. Ist das schön. So, dann mal den Frontlader weg. Der Deutz braucht hier auch noch ein bisschen zum Düngen. Und am Ende der Folge nochmal richtig Kasse gemacht. Mehr? 2,1 und wir haben jetzt schon einen Preis von 2,2. Also noch besser geht's nicht. Die müssen weg. Die Sojabohnen müssen weg. Jetzt, kleiner Steier, gib alles. So. Einmal bitte die guten Sojabohnen. Ich glaube, 12.000 Liter gehen ja hier rein in den Kipper. Ja, 12.100 sogar.
Haben wir noch ein bisschen was für die Schweine nur, falls? Und gleich richtig Kohle fürs Schlafen gehen. Na komm. Zwing dich den Berg hoch. Und einmal ab. Es gibt Kohle. Ich rechne mit 24.000, eher 26. Die wir jetzt verdienen. 27.200. Das hat nochmal richtig Geld gebracht. Da könnte man ja jetzt nochmal als schlauer Fuchs. Ich würde sagen, wir zahlen 5.000 ab, dann sind wir bei einem Kredit von 2,5 Millionen. Dann haben wir 25.000 für die Kreditzinsen. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, lieber Deutz, wann bist du fertig? So, hier ist eh noch nichts drauf angesehen. Können wir nochmal übers Feld preschen. So, den Steier nochmal wegstellen. Und auch. Eine Bahn noch. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Morgen, im nächsten Ingame-Tag, freue ich mich jetzt schon drauf. Ab in die Rapsernte. Da haben wir ja 2-3 Felder. Da können wir auch wieder ein bisschen Drescher fahren. Und unser angefangenes Feld, was wir angefangen haben zu pflügen, das werden wir dann auch mal so in Angriff nehmen, dass das erledigt wird. Und unser mega großes Feld, das werden wir auch wieder ansehen. Also es wird ein relativ längerer Tag. So. Du bist durch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis morgen.